Den ersten Punkt in Satz 2. Ja, das wird ihm noch mehr Mumm geben, Marco, wo er ist jetzt schon gut ins Spiel gefunden, jetzt noch mit einem Block können starten. Das ist natürlich ein Traumstart für einen Blockspieler. Die Antwort der Holländer folgt mit dem nächsten Schlag. Ah, jetzt wechseln sie mal. Ich habe gemerkt, dass Marco besser das Spiel gefunden hat. Aber der Esteban ist einer, der wirklich ruhig bleibt. Der macht es auch nichts aus, wenn er mal einen Satz lang nicht so angespielt wird. Er hat auch wirklich die Übersicht. Ah, ist ein cooler Typ. Ich habe das Gefühl, die werden nicht lange auf dem Esteban bleiben, wenn er so weitermacht. Faktor Physik spielt natürlich auch viel mit da beim Marco, dass er immer muss blocken muss. Wenn er dann noch alle Bälle muss angreifen muss, dann kann das schon mal Faktor machen. Der Ausgleich. Molsorum nicht dabei, das sind die beiden Norweger. Offiziell hieß es wegen einer Verletzung, aber man hat gehört, eventuell Corona nicht mit dabei. Er hat sich aus dem Turnier zurückgezogen. Molsorum, die beiden Weltmeister, haben das Turnier zwar angefangen, aber nicht zu Ende spielen dürfen. Oder können. Ja, ist eher überraschend, da die Top-Teams von der Weltrangliste sind da nicht mehr dabei, früher ausgeschieden. Auch Katari zum Beispiel. Sheriff. Das beste Team, das jetzt dabei ist, sind die Tschechen. Mit dem Weltranglistenplatz 12. Alle anderen sind schon ausgeschieden. Schon überraschend. Gut, die Katari haben gegen Bruno Simon verloren. Das kann ja mal passieren. Ja, kann passieren. Achtelfinal. Aber es ist nicht mit dabei. Bei den Frauen ja übrigens auch nicht. Da sind die Weltmeisterinnen auch ausgeschieden. Die Holländer blocken gut, blocken sich zum nächsten Punkt, blocken sich zur erstmaligen Führung in Satz 2. Die Seiten werden gewechselt. Heute spielen übrigens nur noch die Männer. Die Frauen haben ihr Viertelfinal-Tableau morgen abgeschlossen. Jetzt die beiden Halbfinals der Männer. Am Abend dann wird um Bronze und um Gold gespielt im Männer-Tableau. Die Frauenentscheidung dann erst morgen. Chicken Wing, das sieht man selten, mit dem Ellbogen so verteidigt vom Warnhorst. Oh, schlecht gespielt, jetzt vielleicht das weit gespielt mit dem Wind. Ah, tolle Rallye. Die Chilene holen sich den 5. Punkt und damit auch die Führung in diesem Spiel wieder zurück. Ach, die Verteidigung ist schon fantastisch. Ballkontrolle hat er auch noch. Chicken Wing. Auch der Punkt, der sitzt, die Holländer können das Spiel wieder drehen. Führen jetzt mit 6:5. Marco Grimald bleibt hängen am Block. Dieser Christian Fahrenhorst ist jetzt die spielbestimmende Figur.
stark geblockt von Christian Barnhorst. Die Antwort der Chilenen. Wieder Warnhorst, diesmal mit Gefühl. Ihm geht im Moment alles wunderbar vor der Hand. Es flutscht bei Christian Warnhorst. Da sieht man auch, dass er eine Etage höher ist. Nicht nur als Marco, sondern als die meisten Spieler auf der Tour. Was schlägt er auf? Etwa 3 Meter? 3 Meter 10? So? Ja, das wird um die Gegend sein wie ein Basketballkorb. Um die 3 Meter, 3 Meter 5. Das ist schon sehr hoch. Schwer zu verteidigen. Grimald. Netzkarte out, keine Ballberührung, respektive Netzberührung oder sonst was. Und deshalb Punkt für die Holländer. Die Holländer, die plötzlich davongezogen sind. Jetzt mit 3 Längen Vorsprung führen. 9-6. Marco ist ein bisschen ein Beißer. Er kommt jetzt auch nicht mehr mit den harten Schlägen durch. Jetzt muss er sich etwas überlegen. Der ist nochmal gekommen. Marke hart. Vertrauen hat er noch. Also, häufig macht man das nicht zweimal, wenn man geblockt wurde auf einen harten Schlag. Da sieht man häufig eine andere Variation mit Shot oder zweite Bau. Der Block war da. Der Ball knallt an den Körper des Gegenspielers. Chile holt auf. 8-9. Hat die Linie offenbar noch berührt. Und deshalb 10-9. Ja, nicht nur die Linie nicht berührt, der Ball war vollends im Feld drin. Marco Grimald macht den nächsten Punkt. Doch, Marco Grimald. Na, das war clever gespielt. Mit viel Anlauf gekommen, mit viel Geschwindigkeit. Er hat so ein bisschen angetäuscht, dass er mit Wucht schlagen würde, aber hat dann den ihr weichen Shot bevorzugt, macht den nächsten Punkt. Also die Chilenen, sie liegen zurück, aber nur noch mit einem Punkt. Den ersten Satz haben sie gewonnen, im zweiten Satz liegen sie zurück. Die Holländer jetzt in der entscheidenden Phase dieses und ihres Spiels. Denn jetzt müssen sie beißen, jetzt müssen sie diesen Vorsprung weiter ausbauen. Sonst ist hier das Turnier im Halbfinale vorbei. Und wenn die Goldkette nicht hätten, würden die nochmal 30 cm höher springen können. Hinein geht es in den weiteren Verlauf dieses zweiten Satzes. Wieder war viel Winter, holt er den noch. Oh, er hat den Ball noch geholt, aber er war
nicht mehr im Spiel zu halten, der Ball. Das hat auch viel Kraft gekostet. Man muss sich immer fragen, macht sowas Sinn oder nicht? War so ein bisschen auch Spiel für die Galerie. Und dann schubst er den Ball unters Dach der Tribüne, der altehrwürdigen Tribüne hier im Stadion. Ist ja die Tribüne des Eisstadions respektive des Tennisstadions. Aus Holz gebaut, diese Uralt-Tribüne, die zum Charme dieses wunderbaren Ortes passt. Er hat jetzt eine kleine Pause gebraucht. Scheinbar hat es auch die Schulter ein bisschen wehtan. Nichts Schlimmeres, aber mit dieser Überstreckung kann schon passieren, dass das ein bisschen... Aber hat sich schnell wieder angeschickt, als er die Sachlage auf dem Feld wieder zurechtgerückt gesehen hat. Und sie kämpfen, die Chilenen, werden gefordert, sind gefordert. Und das ist der Punkt für Chile, Marco Grimald. Da waren sie nachlässig, die Holländer. Und statt 3 Punkte Vorsprung nur noch 1 Punkt Vorsprung. Die sensationelle Tat von Marco Grimald. Ja, oder Esteban, die Defense vorhin. Volle Strecke gehen. Und sie blocken mittlerweile auch gut. Ausgleich 12 zu 12. Freien ist nicht hinten geschlagen, der Warenhorst, sondern so ein bisschen abgezogen. Und das ist natürlich gefährlich. Ungenau gespielt, aber jetzt müsste es reichen. Ja, schön gespielt auf den 2,12 Meter Mann Christian Warenhorst. Bringt die Holländer wieder in Führung. Der war schwierig zu spielen, hatte die Sonne blicken müssen. Anlauf nicht optimal, aber Esteban Grimald holt den nächsten Punkt. Es ist auch in diesem zweiten Satz eine spannende Angelegenheit. Kämpfen der Marco, wie gesagt, er braucht jetzt so ein bisschen zusätzliche Energie. Sucht die vielleicht noch so ein bisschen bei den Leuten. Sprungservice von Esteban Grimald. Und der Block, er wird immer besser. Marco Grimald macht den nächsten Punkt. Die Chilenen führen. Zu lang. Ausgleich. Erst einmal hat sich ein Team aus der Niederlande für den Finalfunkstart qualifizieren können. Nummer Dorschul, das war 2008, lange her. Naja, nächster Punkt Chile, 16-15, nachdem da die ganze Länge an Platz offen stand. Fahrenhorst hat sich zur Mitte orientiert und hat damit den Weg freigemacht für den 16. Punkt der Chilenen. Die Chilenen führen in diesem zweiten Satz. Und jetzt muss jeder Ball sitzen. Fahrenhorst bringt den Ball am Block vorbei. Ausgleich. Ja, aber sie sind eingefahren, ist Holland. Sie machen nur noch einen Schlag. Das ist hoch, lang, Abschlag.
Das funktioniert natürlich schon, aber wenn sie mal unter Druck kommen, dann wird es dann schwierig. Dann haben sie keine Option. Es ist auch schwierig, einen Shot zu spielen, wenn man lange kennen spielt. Dann ist immer Gefahr, dass man den Rhythmus nicht hat. Der Anlauf nicht richtig ist. Warenhorst, das kann er, das kann er. Wenn die Stimme, wenn das Zuspiel stimmt, wenn die Distanzen stimmen, dann ist er schlicht nicht zu verteidigen. 17-17. Der zweite Satz neigt sich dem Ende entgegen. Ja, natürlich muss er Risiko nehmen, aber eigentlich ein leichtfertig verspielter Ball, wobei es zwei Wahrheiten gibt. Du bist eher der Angriffige, du hättest sowas gemacht. Ich hätte mich grün und blau geärgert, wenn du das gemacht hättest bei dem Spielstand. Ja, aber ganz ohne Risiko geht es auch nicht. Man muss ein bisschen Druck machen, wenn das andere Team stabil wird. Muss man selber etwas dazu beitragen, dass irgendwie Druck aufgebaut wird auf den Gegner. Der Ausgleich ist wieder da. Auch der Ball sitzt und zwar knallt er aber sowas von auf die Linie. Genauer kann man nicht spielen. 19-18. Und jetzt muss das Side-Out-Spiel der Holländer wirklich funktionieren, sonst ist hier Matchball angesagt. Van der Velde. Oh, geblockt. Jetzt die Chilenen. Gut verteidigt von den Holländern. Van der Velde, nächster Ball. Viel zu weit. Nicht berührt. Und deshalb Matchball für die Chilenen. Zwei Matchball. Zieht Chile in den Final von Gstaad ein. Ja, geblockt, aber nicht berührt, doch berührt. Nein, nicht berührt und damit zieht Chile in den Final ein. Chile steht zum ersten Mal in der Geschichte im Final des Beachvolleyballturniers von Gstaad. Die Chilenen Grimald, zwei Cousins, treffen da auf tschechische Widersacher. Das Spiel heute Abend um 19 Uhr angesagt. Die Holländer waren nah dran, haben noch geführt im zweiten Satz, aber diesen zweiten Satz dann eben auch doch verloren. Grimald, die Frage ist, wie viel Energie haben die bei ihrem Husarenstück verpufft. Sind wir überrascht? Nein, nicht unbedingt. Die Chilenen haben das verdient. Kämpft von Anfang bis Schluss. Vor allem der Marco hat da noch einmal Gang aufgeschaltet, im Block vor allem. Sie sind variabel geblieben. Die Holländer, für mich Geschmack so ein bisschen. Ja, im Angriff einfach so ein bisschen eintönig. Einen Fehler gemacht am Schluss, entscheidende Phase. Und von dem her sicher Chile verdient im Finale. Um 17.55 Uhr heute werden wir auf SRF Info das Beachvolleyball-Turnier von Gstaad für den heutigen Tag anfangen, abzuschließen mit dem Spiel um Platz 3. Eine Stunde später gibt es dann den Final. Heute einiges los, nebst Beachvolleyball noch viel anderes, zum Beispiel den Frauenfinal von Wimbledon. Da wird sich Stefan Liniger zusammen mit Patty Schnieder gleich von melden auf SRF 2. Die Bilder, sie sprechen für sich. Gstaad präsentiert sich hervorragend. Wir freuen uns auf das Endspiel heute Abend um 19 Uhr und freuen uns auch auf das, was weiter bei uns im Sportprogramm abgeht. Also bei den Männern Chile und Tschechien im Final der Männer.
Fußballer Weltcup Luzern. Er hat das Tempo erhöht. Aber es leidet. Ja, ja, es ist knapp. Leidet, sie muss beißen. Ja, es wird richtig knapp. Bringt sie den Sieg ins Ziel. Weltcup Luzern. Morgen 10 Uhr live SRF 2. Kannst du es auch kaum erwarten? Endlich wieder Küche. Endlich wieder Festivalsommer. Mit den Live-Konzerten von Kraftklub, Stefla Chef und Sophie Hung mit Bonaparte. Das gute Festival. Donnerstag, Freitag und Samstag auf Radio SRF 3 und srf3.ch. Das ist Anna. Sie liebt ihre Rasselbandi. Sie liebt es, sie mit gesunden Sachen zu verwöhnen. Und sie liebt Preise bei Lidl. So muss sie auf nichts verzichten. Typisch Anna, typisch Lidl. Die KTIP-Auswertung zeigt, mit Lidl sparst du über 1'400 Franken im Jahr. Deine neue Brille findest du ganz einfach bei Mr. Spex. Entdeck dein Lieblingsmodell und probier es direkt online an. Oder ganz entspannt und gratis zur Abprobe von daheim. Find raus, was am besten zu dir passt. Mr. Spex. Emma Original. Ganze 100 Nacht Probe schlafen. Jetzt online bestellen. Mach's für dich und für alle. Um deinen Alltag zu meistern oder den nächsten Berg. Egal ob mitten in der Hektik oder abgelegen im Wald. Mit deinem Velo find dies. Mit unserer riesigen Auswahl. Top aktuell, sofort verfügbar, direkt geliefert. Stell jetzt dein neues Bike bei Bikester. Für alle, die Sehnsucht nach den Bergen haben. Pro Montagna, von den Bergen, von den Bauern. Coop, für mich und dich. Richtig abgeschalten habe ich erst, wenn ich gerade noch die Jahreszahl weiß. Dann ist Reisen im perfekten Stadium. Ob im Camper, Boot oder auf Sofas von Einheimischen. Wir schauen halt, wo es uns hintreibt. Die Welt ist ihr Zuhause. Traum ist es. Kommt machen. Ein Abend voller Inspiration für die nächste Reise. Abenteuer Freiheit. 19. Juli, SRF 2. Tennis auf SRF mit der Bodwals-Versicherungen. Gemeinsam für den Schweizer Tennis-Nachwuchs. Anse Jabeur und Elena Rybakina, das sind die beiden Spielerinnen, die sich im Wimbledon-Finale 2022 gegenüberstehen. Es ist die Weltnummer 3 vorne im Bild aus Tunesien und die Weltnummer 23 hinten aus Kasachstan. Und die beiden haben etwas gemein. Sie sind erstmals in einem Grand-Slam-Finale mit dabei. Heißt auch, für die eine oder die andere wird es eine Premiere werden, denn eine der beiden wird am Ende die Venus Rosewater Dish, diese Trophäe, die es gibt im Fraueneinzel in Wimbledon, in die Höhe stemmen können. Damit ein herzliches Hallo zu Turniertag Nummer 13, zu diesem Frauenfinal, den ich bestreite mit Patty Schnieder. Und Patty, wir sind ja wirklich diese zwei Wochen hier am Mitleiden. Wir hatten Tag für Tag Drama, Spektakel und so weiter und so fort, diverse Geschichten. Und das wird jetzt einfach weitergeführt, weil dass diese beiden Spielerinnen aufeinandertreffen, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit in einem Major-Finale. Auf jeden Fall eine Überraschung. Wir haben tolles Tennis gesehen, ganz viele verschiedene Arten auch Tennis zu spielen, erfolgreich zu spielen. Und jetzt auch, es ist wirklich ein Showdown von einer Powerspielerin Rybakina
und gegen uns Jabeur, der wirklich Variationen hat, der alles kann. Ganz große Shot Selection. Und ich hoffe, sie kommt zum Spielen, weil eben das Power Tennis, das muss man zuerst mal können verteidigen. Ons Jabeur, die schon Geschichte geschrieben hat. Mehrfach Geschichte geschrieben hat. Und heute, da setzt sie noch eins obendrauf. Sie ist die erste afrikanische Spielerin und erste Spielerin aus dem arabischen Raum, die es in einen Major-Final geschafft hat. Und jetzt trifft sie da auf die 1,84 lange Elena Rybakina. Und du hast es gesagt, da kann es oftmals Bumm machen, weil die hat überzeugt. Nicht nur in diesem Turnier bei eigenem Aufschlag, sondern eigentlich über die gesamte Saison hinweg. Und da kann man ja schon sagen, der Aufschlag ist ein zentrales Element auf dieser Unterlage Rasen. Also da hätte man sie vielleicht etwas mehr auf der Rechnung haben müssen? Ist gut möglich. Wir haben so viele Überraschungen erlebt in den Grand Slam. Die letzten Jahre im Damen-Tennis, dann hätte man sie ruhig können. Als ja, also Keimfavoritin vielleicht mal erwähnen. Sie ist Leaderin in der Ass-Statistik von diesem Jahr, von diesem Turnier in Wimbledon. Und ich bin ganz, ganz gespannt, ob sie die Nervenstärke hat, wieder so eine Leistung zu wiederholen. Ich bin froh, dass du es ansprichst. Ich wollte dich gerade fragen, sag mal, wie steht es denn um die Nerven der beiden? Das werden sie auf dem Platz uns beantworten. Wird man früh sehen, oder, in dieser Partie? Möglich, es gibt ja ganz verschiedene Proben und Prüfungen, die man hat zu bestehen, der Anfang. Dann zu der Satzend, dann aber auch, wenn es mal nicht so läuft. Also es gibt ganz, ganz viele schwere Momente. Und ich habe nur einen Mini-Anflug von Nervenflattern mal ganz kurz bei der Rybakina gesehen, zum Schluss gegen Tomljanovic. Da ist dann tatsächlich mal der Aufschlag, der zweite Service nicht mehr ganz so schnell gewesen und auch ihre Grundschläge sind mal ein bisschen auf Sicherheit gespielt worden. Aber sonst unglaublich, gerade wie gut sie am Schluss von der Sätze war. Alle Tiebreaks können gewinnen auf ihrem Weg zum Finale und uns hat auch schon viele, viele kritische Momente können zu ihrer Gunst entscheiden. Rybakina Tomljanovic, das war der Viertelfinale und das war das einzige Spiel, wo Rybakina einen Satz hat abgeben müssen gegen die Jill Teichmann-Bezwingerin Ayla Tomljanovic, die ja wie schon im Vorjahr ein super Turnier hier gespielt hat. Aber eben, es ist sie hier, Elena Rybakina, die sich dann durchgespielt hat und wirklich vorgestern überzeugte in ihrem Halbfinale gegen Simona Halep. Ganz ehrlich, ich war richtig überrascht, dass sie das so durchgezogen hat und dies von A bis Z. Es ist so, Service haben eingeschlagen. Unglaublich toll gesehen. Sie hat von rechts zuerst ganz viel nach außen serviert, sich fast Simona Halep zurechtgelegt. Um den Satz zu servieren, hat sie zwei Ass in die Mitte geschlagen. Keine Ahnung, ob das Taktik war, ist auf jeden Fall wahnsinnig gut gespielt. Stuhlschiedsrichterin dieses Frauenendspiels, Aurélie Tucht aus Frankreich und auch mit dabei Jerry Armstrong, der Oberschiedsrichter. Und das ist Ons Jabeur. So kennt man sie und so liebt man sie. Sie ist eine enorm sympathische Spielerin. Und ich glaube, wenn wir vom Halbfinal gesprochen haben, von Rybakina gegen Halep, dann dürfen wir auch den Halbfinal von Jabeur gegen Tatjana Maria noch einmal kurz in Worte fassen, wie das dort zu und her ging. Das war ja kein einfaches Spiel für die Tunesierin gegen eine Spielerin, die sich so gut kennt. Die beiden sind super befreundet, essen ganz oft Barbecue miteinander, wie wir gelernt haben in dieser Zeit hier in Wimbledon. Sie kennt die beiden Kinder von Tatjana Maria ausgezeichnet, spielt auch Tennis mit der größeren der beiden. Also da war sehr, sehr viel Verbundenheit und dass du dir dann in einem Halbfinal gegenüberstehst und das durchziehen musst gegen eine gute Freundin, nicht so einfach. Definitiv. Es ist immer ein bisschen ein Schalter umlegen, wo man in so einer Situation muss können. Sie hat das gut geschafft. Sie hat natürlich auch eine Herausforderung gehabt mit einem unkonventionellen Spiel von der Tatjana. Da hat sie natürlich alle ihre mentale Stärke müssen zusammensammeln, weil ja, man kann einfach wirklich manchmal schlecht aussehen gegen eine Tatjana. Weil man alles muss selber machen, man ist sehr gefordert, man kriegt immer einen anderen Ball und ja, man muss Punkt für Punkt selber ja, gestalten und wieder schlagen. Ganz interessant, haben wir ja bemerkt, zuvor war gar nicht so offensichtlich irgendwie, wie die beiden durch dieses Turnier gekommen sind bislang. Sie haben nämlich
kaum Topspielerinnen auf der anderen Gegenseite gehabt. Zumindest vom Ranking her, das ist ganz wichtig zu betonen, weil zum Beispiel eine Elena Rybakina ja Bianca Andreescu in der zweiten Runde bezwingen musste. Immerhin eine, die auch weiß, was es heißt, an Grand-Slam-Turnieren zu performen. Oder dann eben auch Simona Halep. Simona Halep, die Weltnummer 18, war die höchstklassierte Spielerin, gegen die sie gespielt hat. Ansonsten alle Spielerinnen außerhalb der Top 30. Und dasselbe gilt auch für Anse Chabeur. Ja, sogar noch eins obendrauf gesetzt. Die hat gegen keine Spielerin aus den Top 30 spielen müssen. Was sagt uns das? Das zeigt uns einfach, wie ausgeglichen das Damen-Tennis ist, dass alles möglich ist, dass es ganz viele gute Spielerinnen auch hat im Ranking zwischen 50 und 100. Und genau, das, wir kennen das ja jetzt seit Jahren, dass es viele Überraschungssiegerinnen gegeben hat. Und du jetzt auch wieder eine neue Grand Slam-Siegerin. Oh ja, du sprichst es an. Die eine oder die andere. Vielleicht Elena Rybakina, die seit 2018 für Kasachstan spielt. Gebürtige Russin, ist in Moskau zur Welt gekommen. Und da gab es ja auch ein paar, naja, nicht ganz angenehme Momente für sie an den Pressekonferenzen, wo sie sich sehr, sehr zurückhaltend geäußert hat. Auch auf Fragen, wo sie denn zu Hause sei. Und da meinte sie, ich bin eigentlich nirgends zu Hause. Ich trainiere zwischen den Turnieren jeweils in der Slowakei, manchmal auch in Dubai. Und auf die Frage, ob sie in Russland, in Moskau noch einen Wohnsitz hat, da hielt sie sich ziemlich bedeckt. Oder ganz korrekt gesagt, sie äußerte sich nicht dazu. Kann ich irgendwo durch nachvollziehen. Und sie hat immer wieder betont, ich spiele hier für Kasachstan und bin stolz, für Kasachstan spielen zu können. Und stolz, ja, das kann Anse Chabeur definitiv sein auf ihre Leistung. Und das ganze Land ist stolz. Ja, der ganze nordafrikanische Kontinent, ja wahrscheinlich auch der afrikanische Kontinent und der arabische Raum sowieso, ist enorm stolz auf eine Galionsfigur. Denn das ist sie dort. Ja, also unglaublich, was sie für einen Hype hat können auslösen. Sie wird ganz liebevoll Minister of Happiness genannt. Ministerin des Glücks. Ja, es ist, ja, ich glaube, man kann es kaum besser umschreiben. Aber sie schafft es eben mit ihrem Tennis und ihrer Persönlichkeit, ganze Generationen, ganze Nationen zu begeistern. Und ja, ich hoffe einfach, dass das nicht zusätzlicher Druck auf ihre Schultern ist, dass einfach so viele Menschen hinter dir stehen und dir das von Herzen gönnen. Sie sagt ja, es sei eine Inspiration für sie auch, dass sie da eigentlich eben für einen ganzen Kontinent auf den Platz gehen könne und diesen vertreten dürfe. Das sei zusätzliche Motivation für sie. Kann sie heute definitiv brauchen in diesem vierten Aufeinandertreffen mit Elena Rybakina. Das letzte Aufeinandertreffen gab es Anfangs Oktober des letzten Jahres im Halbfinale von Chicago, des 500er Turniers. Und da musste Elena Rybakina wegen Unwohlsein, Krankheit aufgeben im zweiten Satz. Aber bisher gab es nur Duelle auf der Unterlage Hardcourt. Das ist das erste auf Rasen. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf Elena Rybakina, wie sie sich präsentieren wird. Ob da plötzlich die Hand etwas flattert, ob die Nerven auch flattern und die Aufschläge halt eben nicht mehr so ins Feld kommen, wie das der Fall war durch dieses Wimbledon-Turnier hindurch, wo sie 86% ihrer Aufschlagspiele hat gewinnen können. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, so eine Power, wir werden es sehen, von der Geschwindigkeit, von der Präzision, eine unglaubliche Waffe. Sie darf beginnen, Elena Rybakina, und wir werden ganz, ganz gespannt hinschauen, wie das mit ihrem vielleicht flatternden Händchen vonstatten geht. Der Start auf alle Fälle mal nicht so. Das war schon ein richtiges Brett. Und das tut natürlich gut, wenn du so starten kannst. Der Aufschlag funktioniert. Und du auch die ersten Bälle sehr kontrolliert reinspielen kannst ins Feld. Gegen Halep hat sie das auch wirklich gemacht, druckvoll in die Mitte zuerst mal. Und dann würde ich eher sagen, hat sie viele Crossball auch gespielt. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Drei Aufschläge, dreimal der erste im Feld.
40-15. Erstmals musste sie über den zweiten gehen und prompt Jabeur mit dem Punkt. Schon die erste Service hat uns schon sehr gut im Schläger. Hat relativ früh können es lasen. Und jetzt hat sie es auch schon geschafft, an der Grundlinie zu bleiben. Von ihrer Position her. Also auch ein sehr guter Start von uns. Thank you. Powervoll in die Ecke. Zwei Punkte musste sie abgeben. Elena Rybakina hält den Aufschlag. First game. Führt hier 1-0. Das war ihr 70. Aufschlagspiel in diesem Wimbledon-Turnier. Das 60. was sie gewinnen können, konnte davon. Die jüngste Wimbledon-Finalistin seit Garbina Muguruza, damals 2015. Die Spanierin verlor gegen Serena Williams. Die Box von Ons Jabeur, Ehemann und Fitnesstrainer Karim Kamoun, links und rechts der Coach Issam Jelali. Uns hat fast genauso beeindruckende Statistik.